Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute behandeln wir das Umschichtgesetz. Das Umschichtgesetz ist ein empirisches physikalisches Gesetz. Es wurde vom deutschen Physiker George Simon Ohm aufgestellt. Das Umschichtgesetz ist das wichtigste Gesetz der Elektrotechnik. Ohne dieses zu kennen, ist es eigentlich nicht möglich, das Gebiet der Elektrotechnik wirklich zu verstehen. Also, das Ohmsche Gesetz besagt, dass die Stromstärke in einem Leiter und die Spannung U zwischen den Enden des Leiters direkt proportional sind. Das Ohmsche Gesetz ist bekannt unter der Gleichung, also die Spannung U ist der Widerstand R mal die Stromstärke I. Die Spannung U beträgt die Einheit Volt und das Einheitszeichen ist V. Der Widerstand R wird in Ohm angegeben und das Symbol dafür ist Omega-Zeichen. Die Stromstärke I mit der Einheit Ampere und Einheitszeichen A. Das Ohmsche Dreieck beschreibt, wie schön erwähnt, den Zusammenhang zwischen der Spannung U und der Widerstand R und der Stromstärke I. Aus diesem Dreieck kann man die unterschiedlichen Formen entwickeln. Zum Beispiel, wenn man den Widerstand R berechnen müsste, also R ist U durch I und so weiter. Der Widerstand R, das ist ein Maß dafür, welche elektrische Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte elektrische Stromstärke durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen. Also jedes elektronische Gerät einen Widerstand hat. Durch den Widerstand werden die Elektronen abgebremst. Und dadurch ändert sich die Stromstärke. Also das Ganze können wir durch Beispiele erklären. Wir haben einen Strom von 5 Ampere und einen Widerstand von 100 Ohm. Also die Spannung ist 500 Watt. In einem zweiten Beispiel haben wir die gleiche I, aber wir verkleinern den Widerstand auf 10 Ohm. In diesem Fall ist die Spannung U 50 Volt. Also wir haben das Widerstand kleiner gemacht und haben wir eine kleine Spannung. Schließlich lasse ich euch mit einer Simulation, die zeigt, wie ändert sich die Stromstärke mit der Änderung vom Widerstand.